Sie sind die Zukunft der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland. Junge Gewerkschaftsmitglieder, Betriebsräte und Studierende diskutieren mögliche Szenarien, die die Hans-Böckler-Stiftung für die Mitbestimmung 2035 erstellt hat. Vor 40 Jahren wurden die Arbeitnehmer erstmals per Gesetz in Deutschland an Unternehmensentscheidungen beteiligt. Doch die Arbeitswelt, in der sie heute leben, verändert sich schnell und grundlegend. Was wird aus der Mitbestimmung in Zeiten von Digitalisierung, Crowdworking und Industrie 4.0? In dem Workshop geht es um Zukunftsfragen am Arbeitsplatz. Klar verlieren wir vielleicht Arbeitsplätze, aber eher die eintönigen Arbeitsplätze verlieren wir, wo die Menschen vielleicht nur da sitzen und dann die ganze Zeit irgendwas stecken müssen, weiter stecken, weiter. Die verlieren wir ja, aber die Hochqualifizierten, die brauchen wir umso mehr dafür. Wir wollen halt, dass halt diese Mensch-Maschine-Kooperation halt läuft, dass halt der Menschschnitt dann wegrationalisiert wird, weil wir halt der Meinung sind, dass es immer noch am Ende beim Produkt, der Erfolg von einem Produkt halt einfach durch das Gold in den Köpfen der Mitarbeiter entstanden ist und nicht einfach durch irgendeine Maschine zu ersetzen ist. Das Symposium findet in dem ältesten Gewerkschaftsgebäude Deutschlands statt. Als in dem Rechtsschutzsaal im saarländischen Friedrichsthal im 19. Jahrhundert die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter diskutiert wurden, war die Mitbestimmung noch weit entfernt. Die Pappwürfel sind nicht nur zum Sitzen da. Auf ihnen ist Platz für Fragen, die die jungen Gewerkschafter haben. Warum etwa ist heute im 40. Jahr des Mitbestimmungsgesetzes die Mitbestimmung in Unternehmen so gut wie kaum Thema in den Studiengängen der Betriebswirte an den Hochschulen? An dem Nachwuchs, da ist sich die Hans-Böckler-Stiftung sicher, liegt das nicht. Sie wollen sich eigentlich beteiligen. Es ist sehr positiv angesetzt, gerade weil wir in einer Welt der Unsicherheit leben, möchte ich doch auch daran beteiligt werden, wenn es um mein Leben, um mein Arbeiten geht. Da wäre das, glaube ich, anschlussfähig. Also ich glaube, an den Studenten liegt es auf keinen Fall. Die würden, glaube ich, in ihren Studien gerne mehr darüber lernen, wie es sich mit diesen Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten einer Gesellschaft verhält. Ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin selbst Betriebswirt. Ich hatte, glaube ich, eine halbe Vorlesung zum Thema Betriebsverfassung für Führungskräfte von morgen, die in Betrieben Menschen führen sollen, die Prozesse gestalten sollen. Das eigentliche Handwerkszeug, Betriebsverfassung nicht zu dozieren, ist fahrlässig, ist ein Fehler. Hier müssen die Lehrpläne umgeschrieben werden. Hier muss ganz klar das Miteinander im Betrieb auch bei den Studenten schon besprochen werden. Die Betriebsräte von morgen sind überzeugt. Die Mitbestimmung in Deutschland hat sich bewährt. Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Deutschland hat eines der stärksten Mitbestimmungsrechte in Europa und ist gleichzeitig die erfolgreichste Volkswirtschaft auf dem Kontinent. Damit das so bleibt, arbeiten die jungen Gewerkschafter daran, die Mitbestimmung weiterzuentwickeln.